So, wunderschönen guten Abend. Marc-Alexander Kiewitz ist mein Name. Von Active Trades selber bin ich und ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier zum kleinen Webinar zum Thema Teilaktien. Heute geht es um Teilaktien und ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen, wie Teilaktien funktionieren, was Teilaktien sind, für wen sie geeignet sind, wo man sie am besten handeln kann, was der Vorteil da ist und welche Rendite man damit überhaupt erzielen kann, für wen sich das eignet und last but not least, bei welchem Broker Sie Teilaktien handeln können. Teilaktien ist quasi im Moment so das Zauberwort an den Märkten beziehungsweise bei den Anbietern, bei den Brokern, Dienstleistern, denn es werden immer mehr die Teilaktien anbieten. Active Trades bietet das unter anderem schon seit sehr langer Zeit an. Und ja, leider bekommen wir jetzt mehr und mehr Konkurrenz in das System der Teilaktien, weil natürlich auch die Broker das mehr und mehr technisch hinbekommen, weil die Nachfrage steigt, ja, weil viele Leute mit wenig oder kleinen Konten, mit wenig Geld und kleinen Konten ins Aktiengeschäft rein möchten. Und natürlich auch dabei große Werte handeln möchten, die sie sich eben ansonsten nicht leisten können. Und das ist eben auch ein großer Vorteil eben von zum Beispiel Teilaktien. So, wir fangen mal an mit, es wird jetzt im Verlauf des Webinars natürlich auch um Aktiensparpläne gehen, Diversifikation und eben Flexibilität. Das sind so die drei Hauptbegriffe, die man mit Teilaktien mehr oder weniger verbindet. Und zu den einzelnen Punkten komme ich jetzt natürlich im Einzelnen. Fangen wir an mit dem Risikohinweis, den ich natürlich an dieser Stelle wie immer Ihnen einblenden muss, na, dass Sie den mal gerade gesehen haben und sich auch gerade mal vielleicht durchlesen, überfliegen, wie immer Sie das möchten. Geht natürlich immer darum, dass wir hier keine Handelsempfehlung darstellen. Das alles dient zu Auskunfts- und Marketingzwecken und Sie sollten natürlich immer wissen, wenn Sie mit solchen Produkten handeln, dass Sie hier ein Risiko eingehen und sich dementsprechend eben, falls Sie es nicht schon selbst getan haben, schulen lassen oder beraten lassen. So, was sind Teilaktien? Fangen wir damit erstmal an. Definieren wir erstmal den Begriff Teilaktie. Also wie der Name schon sagt, ist das ein Teil einer Aktie. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie eine Teilaktie kaufen, eben nicht das komplette Aktieninvestment tätigen. Also das Minimuminvestment ist ja immer eine Aktie, wenn man Aktien kaufen möchte. Und wenn man eben Teilaktien kaufen möchte, kauft man eben nur einen Teil einer Aktie. Ja, das macht man natürlich nicht bei Aktien, die eben vom Kaufpreis schon sehr günstig sind und vielleicht nur 10 Euro kosten oder so. Aber auch da könnte man es theoretisch machen. Es bietet sich natürlich an, dass das für Werte gemacht wird, die eben doch recht groß sind, also wo die Kursnotierung eben sehr weit vorangeschritten ist. Es geht gar nicht mehr um die Marktkapitalisierung oder um KGV oder ähnliches, sondern es geht wirklich nur um die reine Kursnotierung. Ne? Weil, müssen Sie sich überlegen, wenn Sie eine Aktie kaufen, Cash kaufen, also ohne Marginhandel, die eben zum Beispiel jetzt 10 Euro kostet, die kann sich eigentlich so wie jeder leisten. Ja, zumindest eine. Wenn wir aber jetzt eine Aktie haben, die wie eine Amazon über 3.000 steht oder Aktien, die noch höher stehen, ja, verschiedene Aktien zum Beispiel oder eine Aktie wie Berkshire Hathaway, die jenseits der 200 oder 300.000 mittlerweile liegt, die kann sich eben dann normalo nicht mehr leisten. Und da muss man dann eben über das Prinzip Teilaktien gehen, dass man sich eben nur einen kleinen Anteil davon kauft. Ne? Und Teilaktien heißt also, in einem Satz jetzt mal zusammengefasst, dass Sie eben nur einen Bruchteil einer Aktie kaufen oder eines Unternehmens eben erwerben und eben nicht die gesamte Aktie. Also die Mindestanlagevolumen ist hier eben nicht eins, sondern eben die kleinstmögliche, der kleinstmögliche, sagen wir mal, Teil. Und das fängt im Aktienteilhandel eben bei 0,01 an. Also es ist genau ein Hundertstel. Ne? Und ab ein Hundertstel einer Aktie können Sie eben handeln. Und zwar jede Aktie, die Sie bei uns im Angebot bekommen. Und dann eben aufwärts mit jedem Aufwärtsschritt in ihm diesen 0,01er Schritten. Heißt also, Sie können 0,02 Aktien handeln oder 0,03 oder 0,04 und so weiter. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass Sie theoretisch auch jede Präzisionsstufe einer Aktie handeln können. Und das macht das Ganze jetzt interessant. Sie können theoretisch also auch 3,98 Aktien handeln oder 14,77 oder eben 1,29 oder eben auch 100, wenn Sie wollen, auch über
der eins hinaus. Natürlich kann man das auch stückeln, natürlich. Also man kann zum Beispiel 10,23 Aktien handeln oder auch 123,11. Also je nachdem, man kann ab 0,01 einfach jeden Schritt handeln. Warum ist das so wichtig? Warum betone ich das? Weil es später, wenn es hier um Aktiensparpläne geht, mitunter eben um jeden kleinen Aufwärtsschritt ankommen kann. Ja. Mach mal ein Beispiel, wenn Sie zum Beispiel jeden Monat, sagen wir mal, 150 Euro, machen wir es mal einfacher, 100 Euro zur Seite legen möchten aber auch ein diversifiziertes Portfolio haben. Hier kommen wir schon, sind wir schon beim ersten Begriff. Diversifikation heißt eben natürlich streuen, breit streuen vor allen Dingen. Das ist wichtig, dass wir hier zum Beispiel so, ausloggen. Es ist wichtig, dass wir hier dann eben zum Beispiel einen kleinen Augenblick mal, ich muss mich hier mal ausloggen, bisschen gerade mal unterbrechen. Sonst sehen wir hier interne Meldung, das ist natürlich nicht im Sinne. Bin gleich wieder bei Ihnen. Also wichtig zu wissen ist einfach, so, bin sofort wieder bei Ihnen. Vielleicht muss ganz kurz mal eine Pause machen, damit ich das eben hier jetzt unterbreche. So. Jetzt machen wir hier weiter. So, und weiter geht's. So, bitte um Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. So, weiter geht's. Also, wichtig ist eben zu wissen, dass man das Ganze sehr chirurgisch genau zuschneiden kann. Ja, also 100 Euro will ich im Monat sparen, möchte aber trotzdem breit streuen und sagen wir mal meine 10 verschiedenen Titel einkaufen. Wenn Sie sagen, das geht da gar nicht. Ne? Normalerweise geht es auch nicht. Und die meisten Banken und Broker bieten das auch gar nicht an. Man muss also hierfür das Teilaktiengeschäft heranziehen und eben dann zum Beispiel sagen, okay, ich wähle 10 Werte aus, die ich regelmäßig investiere, jeden Monat, die ich jeden Monat zum Beispiel dazu kaufe, zum Beispiel einen Aktiensparplan. Und dann teile ich mir 10 Positionen von meinen 100 Euro auf in verschiedene Aktien. Und wenn ich jetzt also zum Beispiel eine Aktie habe, machen wir ein paar einfache Beispiele. Sie haben also ein Zehntel der 100 Euro. Also 10 Euro, die wollen Sie zum Beispiel in Aktien investieren, die kosten 35 Euro. Dann teilen Sie 10 durch 35 und wissen, Sie müssen 0,285, da rundet man natürlich auf, also 0,29 gestückelt von diesem Wert kaufen. Und so machen Sie das mit jedem der 10 Werte. Schon haben Sie Ihr Portfolio optimal diversifiziert und eben auf genau die 0,01er Stelle gestückelt zusammengestellt, sodass wir trotzdem immer noch auf 100 Euro glatt rauskommen. Na, das geht man also, wenn man sowas machen möchte, einmal im Monat Aktiensparplan, gehen Sie am 1. des Monats hin, notieren Sie sich gerade in der Live-Plattform die Live-Kurse Ihrer 10 Werte, in die Sie 100 oder 200 oder 300 Euro investieren möchten, teilen das Investment durch die Positionen, die Sie investieren möchten und haben dann für jede Position eben einen bestimmten Ausgabewert, zum Beispiel 10, 20 oder eben 30 Euro, je nachdem, wie viele Positionen Sie auch einnehmen möchten. Und diesen wiederum teilen Sie durch den Kurs des Werts, den Sie kaufen möchten. Und schon haben Sie Ihre Stückelung parat. Das machen Sie dann 10 Mal und dann 10, und dann geben Sie das in der Order-Plattform ein. Das zeige ich Ihnen gleich noch, wie das geht. Und kaufen eben Ihre Werte ein. Ja, und das mache ich selber. Das mache ich jeden Monat, indem ich eben ein paar hundert Euro gestückelt anlege, indem ich eben in meine 10, 15 Werte, die ich habe, eben meine Teilbeträge dann kaufe. Ja, und im seltensten Fall passt es, dass ich da eine Aktie eben für genau oder zumindest ein Stück kriege. Meistens ist es ja eben doch darunter, weil man investiert ja dann doch in Aktien, die eine gewisse Kursnotierung vorweisen können, wie eben zum Beispiel natürlich auch Tech-Stocks in oder an der Nasdaq. So, das zum kleinen Ausflug. Warum sind, oder haben wir dann jetzt schon eine andere Folie vorgegriffen, aber das macht gar nichts. Das ist, damit wir hier gerade eben mal erklärt haben, warum Teilaktien so interessant sind und warum es eben so wichtig ist, diese Inkrementierung zu erwähnen. Heißt also für Sie, dass es natürlich viel günstiger ist, für den Durchschnittstrader, sage ich jetzt mal, eine Teilaktie zu kaufen, als eben viel Geld für eine einzige Aktie mit hohem Kurswert auszugeben. Also wenn Sie sich jetzt überlegen, Sie müssten eine Tesla für 700, 800 Dollar kaufen, dann können Sie das einmal tun, vielleicht in mehreren Monaten und haben dann auch noch trotzdem noch Ihr Portfolio übergewichtet. Wenn ich jetzt immer wieder von dieser Annahme ausgehe, 100, 200, 300 Euro monatlich, dann muss ich erstmal quasi 3 Monate lang überhaupt warten, bis ich das Geld zusammengespart habe und kann dann mir eine Tesla leisten, habe aber dann alles auf ein Pferd gesetzt und das sollte man natürlich nicht tun. Ne? Also immer breit streuen und dann lieber kleiner kaufen. So.
Eine Alternative für sowas, für hochpreisige Aktien, sind natürlich Optionsscheine, das wissen Sie selber. Aber da wird eben das Recht auf die Aktienkäufe eben auch verbrieft. Optionsscheinhandel ist natürlich auch ein bisschen strukturiert. Und da sind Sie natürlich nicht so frei in dem, was Sie tun, wie zum Beispiel beim Teilaktienhandel. Also Sie müssen da immer ein bestimmtes Minimum ausgeben. Sie sind zwar begrenzt, der Verlust ist zwar begrenzt, aber sie haben natürlich deutlich weitaus weniger Flexibilität im Ganzen. Und Optionshandel ist natürlich viel teurer als ein Teilaktienhandel. Also ich resümiere, Teilaktien, es sind Bruchteile einer Aktie, die Sie kaufen, angefangen bei 0,01, einem Hundertstel bis eben zum vollen Stück. Und darüber hinaus kann man selbstverständlich auch weiter stückeln, wenn man über einem Lot einfach einen Teil handeln möchte. Jede weitere Inkrementierung ist also machbar. Zeigt natürlich auch gleich noch auf der Plattform, wie wir das Ganze dann machen und als Order mal aufgeben. Selbstverständlich kommt das natürlich nach der Theorie auch die Praxis. So, für wen ist das jetzt geeignet? Hat es ja gerade schon gesagt, zum Beispiel für regelmäßige Sparer, die in monatlichen Aktiensparplänen ihr Portfolio breit streuen möchten und auch natürlich regelmäßig ansparen möchten. Ja, also das sind vor allen Dingen Kleinanleger, die jetzt nicht so unbedingt auf Hebelprodukte wie CFDs oder Futures setzen oder auch Optionsscheine vermeiden wollen, weil sie in der Kost, sagen wir mal, immer in der Ordergebühr zu teuer sind. Oder eben auch Erstanleger, die sich nicht zum Beispiel so richtig an die Börse trauen, das Margengeschäft nicht betreiben wollen, wie wir es zum Beispiel anbieten. Wir sind ein klassischer CFD- und Forex-Broker. Natürlich können Sie bei uns auch Aktien als CFD handeln mit einem Hebel. Sie können es eben aber auch ohne Hebel machen. Ganz klassischen 1:1 Aktiengeschäft können Sie bei uns realisieren. Heißt dann Investorprofil. Und das Ganze kostet Sie da keine Kommission. Sie zahlen weder eine Ordergebühr noch eine Haltegebühr. Also Finanzierungsgebühren zahlen Sie auch nicht, da Sie ja nicht auf Margin handeln, sondern alles Cash bezahlen. Und Sie zahlen auch keine Swaps. Und eben dieses Investorprofil bietet sich natürlich für jeden an, der irgendwo im Aktiengeschäft unterwegs ist und der ansonsten Aktiengebühren zahlt, ja, und der wahrscheinlich auch über Finanzierungsgebühren, zumindest beim CFD-Aktiengeschäft, bezahlt, der kann hier im Investorprofil bei uns völlig kostenlos unterwegs sein. Und das Ganze gibt es für volle Aktien, aber eben auch für Teilaktien, ne? Und ich selber mache das ja auch, wie gesagt, jeden Monat ein paar hundert Euro in breit gestreutes Portfolio. Und auch ich muss stückeln, weil ich kann mir nicht jede Aktie leisten. Eine Tesla oder eine Amazon, Alphabet und Apples und so weiter sind einfach zu hoch gepreist im Kurs. Die muss auch ich stückeln. Bestes Beispiel, um es hier nochmal notiert, ist eben die teure, sehr teure Amazon-Aktie, wo auch die demnächst wieder gestückelt wird, gesplittet wird. Wenn Sie die also für 3.000 eigentlich normalerweise kaufen müssten, können sich das Kleinanleger mit einem 1.000-Euro-Depot ja gar nicht leisten. Die kaufen eben ein Hundertstel davon und können trotzdem mit 30 Euro eben Amazon kaufen, Aktienbesitzer werden, eben nur zum ganz kleinen Teil, aber sie können es, ne? Vom Kurs profitieren, dazu komme ich gleich noch, ist das ja, ändert da eben an der Tatsache, dass sie vom Kurs profitieren, nichts. So, was sind die Vorteile? Hier nochmal zusammengefasst, ja, gerade teure Aktien, eben wie Amazon, Alphabet oder Tesla, können somit eben sehr präzise auch in kleinen Konten Auszug finden, dass es überhaupt handeln kann. Das ermöglicht einzig und allein das Prinzip Teilaktien und dass Sie dann noch so präzise handeln können, dass Sie sie auf einen Teil Ihres zum Beispiel monatlichen Sparplans zurechtschneiden, ja, oder chirurgisch zurechtschneiden, wie ich es eben schon genannt hatte. Das macht eben diese ganz kleine Inkrementierung von bis zu einem Hundertstel eben möglich, dass Sie da also wirklich auch für 5 oder 10 € eine hochpreisige Aktie sich ins Depot legen können, die Sie sonst niemals kaufen könnten. Ja, Aktien werden plötzlich interessant, die man sich normalerweise nicht leisten könnte. Also man könnte jetzt auch plötzlich über eine Berkshire Hathaway nachdenken, auch dazu natürlich auch ein bisschen mehr Depot. Aber auch da ist ein Hundertstel dann irgendwann erschwinglich, zumindest für ein etwas größeres Depot, nicht für kleine Depots. Aber Sie brauchen eben nicht die 270.000, die das Ding sonst kostet, sondern eben nur 2.700, das kriegt man also auch mal mit 10 oder 15, 20.000 € Depot unter, zumindest eben dann ein Hundertstel und ist dann richtiger, ja, Aktienteilhaber von Berkshire Hathaway, wenn Sie das so wollen. Es geht also hier vor allen Dingen um Diversifikation. Durch Teilaktien diversifiziert man viel stärker und hat eben die Möglichkeit, viel stärker zu diversifizieren in der Portfoliozusammenstellung. Und so ist man natürlich viel flexibler und kann eben aus dem vollen Angebot eines Brokers schöpfen. Ansonsten sind sie ja doch reduziert auf die Werte, die eben von der Kursnotierung gerade so
in ein Depot reinpassen. So wird eben jeder Titel letztendlich bezahlbar. Und ja, das ist eigentlich die Gelegenheit, die man beim Shoppen packen sollte. Das ist eins der Produkte der Zukunft mit Sicherheit, sodass eben jeder auch nur mit ein paar Euro monatlich hier an Aktiensparpläne machen gehen kann. Und sowas können Sie ja noch nicht mal bei Direktbanken machen. Das DKB, ING oder was immer ist, auch da müssen Sie ganze Aktien kaufen und können mit kleinen Depots eben maximal auf ETFs setzen. Aber Sie können sich eben so ein ETF ja nicht aussuchen, der ist ja irgendwie zusammengesetzt mit einer bestimmten Mischung. Und so können Sie eben durch Teilaktien das Ganze ja doch sehr individuell gestalten und sind ja eigener Portfolio-Manager, wenn Sie so wollen, auch wenn es nur im Monat, weiß ich nicht, ein zweistelliger Betrag ist. Auch da kann man eben viele verschiedene Werte dann mitkaufen. Ja, wo kann ich oder wo können Sie das Ganze machen? Hat es schon erwähnt, es gibt nur wenige Anbieter außer uns, die es überhaupt erst anbieten. Ein großer Wettbewerber ist jetzt erst seit ein paar Monaten auch mit dabei. Die wenigsten bieten es an. Im Moment noch unser großer Vorteil. Bei den meisten Brokern können Sie es nicht machen und bei Banken sowieso nicht. Das heißt, da können Sie nur ganze Aktien kaufen. Wenn Sie jemanden finden wie uns, der Teilaktien anbietet, dann ist das noch rar gesät. Deswegen ist es ja wichtig, gerade bei kleineren Konten, wenn Sie zum Beispiel, weiß ich nicht, auch Sie, wenn ich jetzt mal den erwachsenen Familienvater anspreche, wenn Sie zum Beispiel für Sohnemann oder Tochter, die gerade noch minderjährig sind, vielleicht einfach mal Depot ansparen möchten und nicht über so einen typischen Fondssparplan gehen wollen oder ein Zweit- oder Drittdepot öffnen möchten, da können Sie da eben zum Beispiel sowas natürlich auch anlegen, hier sich 50 oder 100 € im Monat quasi, sagen wir mal, per PayPal oder Kreditkarte jeden Monat, Anfang des Monats einzuzahlen auf so ein Konto bei uns und dann eben quasi jeden Monat einfach mal sich 10 Minuten zu nehmen, um 10 Orders abzuschießen in den Markt auf der Plattform. Das ist, kostet nicht viel Zeit und kann jeder ganz individuell dann machen. Und da kommt, denke ich mal, dann auch nach ja, 10, 15, 20 Jahren eben ordentliches Sümmchen dann bei rum. So, Aktien-Trades bietet der Teilhandel völlig kostenlos an. Wohlgemerkt, Investorprofil 1 zu 1, direkter Aktienhandel ohne Hebel, ohne Kommission, ohne Finanzierungsgebühren und ohne Swaps. Dann aber auch ohne Hebel für das klassische Aktiensparen. Natürlich auf langfristige Sicht wahrscheinlich mitunter besser. Hebel eignet sich natürlich dann eher zum Day-Swing-Trading, aber für den, ja, fürs Positionstrading und langfristiges Investment ist sicherlich der hebelfreie Aktienhandel besser. Den gibt es hier 100% kostenlos. Da können Sie mich beim Wort nehmen. Steht auch alles so zum Nachlesen auf der Webseite. So, wie sollten Sie vorgehen? Ich gucke erstmal, ob wir hier Fragen haben. Fragen dürfen Sie selbstverständlich stellen. Sollten Sie diese haben, dürfen Sie die gerne reinschreiben. Wie immer bei uns. Ansonsten gehe ich einfach mal weiter. So, wie sollte ich vorgehen? So, um mit Teilaktien gutes Geld zu verdienen, steht hier, und zwar auf kleineren Konten, sollte man regelmäßig investieren. Das ist natürlich eine der Grundsätze, dass Sie quasi jeden Monat in dieselben Aktien dann immer wieder investieren, denen Sie vertrauen, denen Sie eine langfristige gute Performance zutrauen. Da sollte man nicht einmal kaufen und drüber schlafen und dann wieder aufwachen, wenn man Rentner ist. Die Costolani-Weisheit, sagen wir mal, bewährt sich heute nicht mehr. Man sollte schon ab und zu mal umschichten, das ist ganz klar. Vor allen Dingen langfristig Verluste aussetzen kann natürlich schön und gut sein, aber es gibt ja auch Werte, die eben dann nie mehr wiederkommen oder völlig pleite gehen oder hat ja gesehen an Wirecard, was alles möglich ist. Insofern würde ich das schon irgendwann die Reißleine ziehen, natürlich bei dem einen oder anderen Wert. Aber wichtig ist, dass man regelmäßig investiert. So kann man natürlich auch vom langfristigen Cost-Average-Effekt profitieren. Das ist also quasi das Durchschnitt, der sich immer weiter seinen Durchschnitt auch bei niedrigen Kursen, dass sie eben bei höheren und bei niedrigen Kursen kaufen und so nicht eben sehr weit von entfernt von einem oder anderen Extrem sind. Wenn der Markt in die eine oder andere Richtung eben doch längerfristig drehen sollte, so haben sie immer einen guten Durchschnittspreis, indem sie eben ihre Einstandspreise ein bisschen verfeinern, feintunen sozusagen. Und wenn sie einen Aktiensparplan verfolgen, monatlich zum Beispiel 50 Euro oder 100 €, dann können sie von diesen langfristigen Cost-Average-Effekten eben profitieren. Das Ganze sollte ja eben auch ein größerer Anlagehorizont sein. Und wenn man ohne Handel in Aktien investiert, ist das natürlich auch nichts für die nächsten 2 Monate. Darf man nicht erwarten, dass sich das Konto in 1, 2 Monaten eben verdoppelt. Das ist natürlich nicht oder wird nicht der Fall sein.
So, was vor allen Dingen noch hier wichtig zu erwähnen ist, sind, dass man auch eventuell auf die dividendenstarken Papiere achtet und sich die mehrheitlich ins Depot legt, da der Anleger ja auch zum Stichtag jeden Teil der Ausschüttung einer Dividende bekommt, der seinem Anteil an der Aktie entspricht. Wenn Sie also ein Zehntel einer Aktie besitzen, bekommen Sie auch ein Zehntel der Dividende. Ja, das macht natürlich auch Mist. Also Kleinvieh macht Mist. Ob es die Performance ist oder die zusätzlich ausgeschüttete Dividende, all das zählt natürlich zum Gewinn in der Performance hinterher letztendlich dazu und addiert sich und summiert sich natürlich, wenn man jetzt nur dividendenstarke Titel sich ins Depot legt, die über die gute Performance eventuell hinaus vielleicht dann eben auch noch jährlich eine gute Dividende erwirtschaften. Dann macht sich das natürlich dann auch auf die lange Zeit sehr bemerkbar in einem Depot. Ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. So, wie steht es eigentlich mit der Rendite? Selbstverständlich können Teilaktien auch höchst profitabel sein. Ja, eigentlich genauso wie natürlich eine ganze Aktie. Warum ist das so? Weil wenn eine ganze Aktie um 10% steigt, steigt natürlich auch der Teil der Aktie um 10%. Ja, also wenn der Amazon von 3.000 auf 3.300 steigt, gewinnt der normale Aktionär $300. Ja, das ist ein Kursgewinn von 10%. Kaufen Sie jetzt nur ein Hundertstel der Aktie, also Sie kaufen jetzt nur $30, also ein Hundertstel des Aktienwerts von Amazon, dann steigt die aber ja auch, dann ist ja auch der Hundertstelteil um 10% gestiegen, nämlich das sind ja dann statt $3.300 $33 und von 30 auf 33 haben wir auch einen Kursanstieg von 10%. Also die Performance ist absolut identisch bei Teilaktienhändlern. Ihnen geht also nichts verloren. Sie sind überhaupt nicht schlechter gestellt als normale Aktienhändler. Sie verdienen exakt die gleiche Performance. So, wenn Sie noch Fragen haben, bevor wir jetzt mal in der Plattform das zeigen, wie man das Ganze umsetzt, dann schreiben Sie mir. Hier haben Sie meine E-Mail-Adresse, da haben Sie meine direkte Durchwahl. Sie können mich auch gerne anrufen. Ich bin Ihr Ansprechpartner. Bei allgemeinen Fragen und Anregungen, bei Beratung zu unserer Produktpalette, auch eine Plattformbesprechung mache ich mit Ihnen. Ich mache auch mit Ihnen Live-Kontoeröffnung, wenn Sie dafür Hilfe brauchen online. Und was ich auch gerne anbiete, ist natürlich, aber das ist nur für Live-Konto-Inhaber. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt ein neues Konto aufmachen und dann die Plattform dazu ein paar Fragen haben oder ich Sie einweisen soll, dann mache ich das auch gerne für Sie, gehört bei uns zum Service. So, springen wir gerade mal auf die Plattform drauf und zwar hier. So, ich habe eine Frage vom Waldemar. Waldemar, schönen guten Abend. Ich lese mal Ihre Frage für alle vor, die ist sehr interessant. Beantworte ich auch gern direkt. Wie ist das bei Dividenden? Werden die auch anteilig bezahlt? Genau. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Wenn Sie jetzt eine volle Aktie hätten, jetzt mal angenommen, Sie haben eine Bayer-Aktie. Und ich sage mal, die steht jetzt roundabout bei 50 Euro und Bayer zahlt eine Dividende von 1,50 € pro Aktie. Als normaler Aktionär erhalten Sie 1,50 € pro Aktie. So, wenn Sie jetzt nur ein Zehntel der Aktie gekauft haben, also 0,1, bekommen Sie 15 Cent. Ja? Und wenn Sie jetzt nur ein Hundertstel gekauft hätten, bekommen Sie eben 1,5 Cent. Und so weiter und so fort. Und bei jeder Inkrementierung wird natürlich das eben exakt ausgerechnet und notfalls eben aufgerundet. Natürlich bekommen Sie auch dann den anteiligen Anteil der Dividende für Ihren Bruchteil der Aktie, die Sie halten. Ja, die muss natürlich mindestens am Tag vorher der Dividendenzahlung im Depot gelegen haben. Das wissen Sie. Sie dürfen also nicht am Ex-Dividendentag, wo die Dividende, also wo die Aktie Ex-Dividende notiert, dürfen Sie die Aktie nicht erst kaufen. Ja, dann wird Ihnen die Dividende nicht gut geschrieben oder auch nicht shorten. Oder wenn Sie beziehungsweise an dem Tag shorten, wird natürlich aber auch jetzt nicht der die Differenz Ihnen mein Gott, auferlegt. So muss man es nennen. Also interessante Frage ist aber genau so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. So, schauen wir mal gerade in die Plattform und zeige Ihnen mal, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht machen wir uns gerade erstmal eine Kursliste zum Beispiel. Hier oben hat man ja zum Beispiel diese Kurslisten, wo man sich auch mehrere machen kann. Ich würde mal sagen, ich mache mir gerade mal eine Kursliste mit Aktien. Das sind hier die Shares. Ne, dann gehe ich dann auf neue Watchlist und nenne die Watchlist einfach mal, ich mache mal Beispiel Aktien. So, und erstelle die Liste und hier und gehe jetzt auf Instrument hinzufügen. Und gehe danach natürlich auf Shares.
Shares steht hier delayed, also verzögert. Das ist aber normal, weil ich bin hier auf dem Demokonto unterwegs. Und suche mir jetzt einfach mal, na, der europäische Markt ist dicht. Ich suche mir jetzt mal US-Aktien. Aber ein paar hundert Stück von, also nicht erschrecken, die Liste ist extrem lang. Fangen wir mal mit einer Apple an vielleicht. Da mache ich da mal ein Häkchen rein. Dann können wir natürlich auch suchen. Ich kann mir natürlich auch mal hier gezielt Aktien suchen, zum Beispiel eine General Motors würde ich dann mal nehmen. Die nehme ich mit. Was machen wir dann noch? Machen wir mal der Netflix rein. Und machen wir einfach mal Tesla. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt stehen. Da können wir gleich mal gucken, was so die Werte sind. Nehmen wir mal eine Alphabet. Können wir gleich mal sehen, ob sich das lohnt, große Aktien zu handeln. Und was war noch, was noch mal so teuer? Amazon. So, damit soll es erstmal genug sein. Brauche jetzt nicht eine lange Liste. Einfach nur mal diese Werte, die ich ausgesucht habe. So, diese Werte, die wir ausgesucht haben, die stehen jetzt hier links. Das haben wir jetzt ganz einfach gemacht. Wie Sie gesehen haben, kleine Kursliste erstellt. Kann ich auch noch verschieben, wenn ich die anders ordnen will, dann habe ich hier so eine Hand, sehen Sie? Irgendwann bin ich kann hier alles klicken, Buy, Sell, ich kann auf den Wert klicken, da geht der Chart auf, etc. Aber ich kann aber auch schieben. Also wenn ich diese Hand nehme, habe ich die klassische Drag-and-Drop-Funktion und kann den Wert dann verschieben. Macht Sinn, wenn man sich das vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, alphabetisch darstellen möchte. Dann hat man jetzt hier eine alphabetische Order. So, dann gibt es noch die erweiterte Ansicht. Dann haben Sie so eine Art Indikator-Männchen hier unten noch. Ja. Wenn es zum Beispiel stark übertreibe und nach rechts oder links geht, würde das Indikator-Männchen auf die Seite der Käufer springen oder Verkäufer. Das ist aber eine erweiterte Ansicht, die brauchen wir jetzt nicht erklären. Dann gehen wir einfach mal zurück auf die einfache Ansicht. So. Dann haben Sie hier zu rechts einen Chart. Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor, das sind TradingView-Charts, die wir hier integriert haben in die Plattform. Und natürlich können Sie wie bei TradingView andere Ansichten haben. Sie können 8 Charts nehmen in verschiedenen Zeiteinheiten oder auch die Instrumente einzeln hier darstellen, 8 verschiedene Instrumente. Sie können verschiedene Views haben, solche Views oder eben auch solche Views oder eben auch solche Views. Ne? Das können Sie alles frei bestimmen. Ich bleibe jetzt mal bei einem Chart. Wir müssen ja jetzt auch nur eine Aktie einfach mal handeln. So, schauen wir mal, der Google steht schon bei 2100. Eigentlich fast identisch wie der Amazon. Und ja, schauen wir mal, wenn ich die jetzt handeln möchte, ich kann jetzt einen Chart einfach mal Google eingeben. Dann habe ich auch die Google-Aktie. Dann ändert sich der Chart. Ich kann sie aber einfach rüberziehen. Und wie gebe ich jetzt eine Aktienorder auf und wie gebe ich diese kleinen Stückelungen auf? Schauen wir mal, wie das geht. Sie geben eine Order an verschiedenen Stellen auf. Hier muss ich auch mal mein Konto holen. Da habe ich noch Positionen drin, wie Sie sehen. Auch hier gestückelte Werte. 0,04 Google, 0,06 Apple, 0,1 Tesla habe ich hier drin. Die verlieren allerdings gerade. Die habe ich ja auch schon vor sehr langer Zeit gekauft. Das ist auch schon einen Monat her, sehen Sie. Auch mal hier im Demokonto. Aber Sie sehen, ich habe nicht viel verloren. Alles relativ, ne? Wo der Wert ja an sich schon doch viel verloren hat, von fast 900 bei Tesla auf 650, ist aber für mich nur ein kleiner Verlust, weil ich ja eben gestückelt habe, nur 0,1. Ansonsten hätte ich hier natürlich 226 Euro Verlust. Insofern war das ja gar nicht so verkehrt. Somit kann man übrigens auch gut lernen. Ne? Nochmal so ein kleiner Vorteil von Teilaktien, den ich gar nicht auf die Folie geschrieben habe. Lernen, wer später Trader werden will, kann eben mal richtig lernen, und zwar am echten Markt. Das ist ja der Vorteil. Sie brauchen nicht über ein Demokonto zu gehen, weil auf der Demo lernen Sie eh nichts. Das wissen Sie wahrscheinlich, weil da machen Sie immer die klassischen Fehler, dass Sie einfach keinen Stop setzen oder die einfach mal wieder verschieben, weil Sie denken, das geht ja noch zurück, ist ja nur Demogeld. Aber wenn Sie mal ein Feeling für den echten Markt bekommen wollen, dann lassen Sie die Demo sein und handeln auf einem echten Aktienkonto, allerdings dann nur mit ja, 1/100 oder so. Aber das ist trotzdem Geld. Sie sehen, auch wenn hier eine Aktie sich quasi drittelt, fast wie eine Tesla, ja, nicht drittelt, aber 30% verliert oder mehr, dann haben Sie nicht so viel Geld in den Sand gesetzt. Ja. Sie haben nicht bei einer Aktie hätten Sie jetzt 225 Euro verloren, aber so haben Sie eben nur 22 Euro verloren. Ja. Das ist dann kein, sagen wir mal, keine Lederjacke, sondern es ist dann vielleicht eben nur ein klitzekleines Abendessen, ne, was Sie hier verlieren.
Aber so lernt man, tut auch weh, auch wenn es nur 20 Euro Verlust sind, die tun auch weh, die Schmerzen, die nerven einen. Ne? Natürlich wird man auch da früher schließen, sodass man eben dann vielleicht nur ein paar Cent verliert oder einen Euro an so einer Position. Aber auch das ist Geld und auch das nervt sie, das kann ich Ihnen sagen. Sie lernen so viel besser, einen Ansatz zu finden. Sie lernen so viel besser, Fehler zu verarbeiten und auch ernst zu nehmen, wenn es um echtes Geld geht, auch wenn es nur ein paar Euro sind, anstatt sie eben da eben monatelang oder jahrelang auf Demos verbringen. Damit kann man definitiv keinen Börsenhandel lernen. Man kann mit einer Demo-Plattform die Plattform erlernen, das ja, dafür ist es auch gut, aber es ist nicht gut, um das tatsächliche Börsenhandel zu erlernen, denn Sie wissen, ein großer Faktor ist eben die Trading-Psychologie und die wird da überhaupt nicht berührt. In dem Fall werden keine Emotionen berührt, geweckt. Und deswegen lernt man auch auf einer Demo eigentlich so gut wie nichts. Ja, zumindest kriegt man kein Gefühl für den echten Handel. So, nach dem kleinen Ausflug gehen wir jetzt wieder zum Traden. Also, Sie haben mehrere Möglichkeiten zu traden. Das ist einmal bei TradingView im Chart. Sie können hier auf Buy oder Sell klicken, links oben. Im TradingView-Chart gibt es auch noch das berühmte Pluszeichen. Da können Sie auf der Preisskalierung so präzise, chirurgisch präzise einen Tick ansteuern, wie es nur sein kann. Also ich könnte zum Beispiel jetzt bei 2.193,990 eine Order aufgeben. Da müsste ich eben nur auf dieses Plus dann in dem Moment klicken. Ja, ich mache das mal hier bei dem Wert von 2.204,818. Das ist natürlich kein Kaufkurs. Bei dem Kurs will kaum einer einsteigen. Aber ich versuche jetzt mal hier auf das Plus zu klicken. Dann sehen Sie, was passiert. Dann wird mir angeboten, dass ich zudem genau zu diesem Preis kaufen kann oder verkaufen kann. Und das ist ja eben wieder für Ihr Teilaktienhandel super, weil Sie müssen sich ja erstmal ein präzises Niveau ausrechnen, ja, oder aber Sie müssen ja die Teilaktiengröße eben exakt bestimmen zum Beispiel. Natürlich können Sie auch sagen, ich bestimme nicht die Größe, sondern das Einstiegslevel bestimmt, sodass ich eine runde Zahl habe. Wenn Sie sagen, ich will keine 0,28 kaufen, sondern lieber 0,5 oder 1,0, dann müssen Sie im Preis natürlich höher gehen oder tiefer gehen, dementsprechend in welche Richtung Sie gehen wollen. Aber für unser Belang ist diese Präzisierung für den Einstieg nicht wichtig, sondern eher die genaue Lotgrößenanzahl. Dritte Möglichkeit, neben dem Plus im Chart präzise genau die Order zu platzieren oder eben hier per Buy and Sell, ist natürlich über die Kursliste. Dann würden Sie natürlich hier zum Beispiel bei Google auf Buy oder Sell klicken. Und das mache ich jetzt mal. Ich klicke hier im Wert selbst, klicke ich auf die Buy-Seite, dann habe ich hier direkt ein Buy-Fenster, wie Sie sehen. Klicke ich auf die Sell-Seite, bietet er mir hier den Sell an. Kann ich zwar hinterher noch ändern, ne? Indem ich hier jetzt auf Buy klicke zum Beispiel, kann ich das Order-Ticket immer noch ändern. Aber es ist natürlich schöner, wenn man direkt gleich auf die richtige Seite klickt. Also, wir wollen Google Long gehen. Macht Sinn, weil ich denke mal, das Gap, also meine Vermutung, dass das Gap geschlossen wird. Können wir mal schauen. Zumindest, wenn wir hier unten auch wieder so ein schönes Market Structure haben. In dem Fall, was auch noch nicht wieder gebrochen wurde. Und da könnten wir hier zumindest bis hier laufen. Bis an die 2.130 können wir ranlaufen, eventuell bei Gap-Schließung sogar nochmal knapp 100 Euro höher. Aber das ist, wie gesagt, keine Trade-Empfehlung, sondern einfach nur meine eigene Vermutung, dass wir das Gap schließen. Insofern würde ich mich hier long positionieren und einfach mal Google beispielhaft jetzt kaufen. Ich klicke also auf Buy und um eine Google jetzt mal, machen wir mal Beispiel, 50 Euro zu kaufen, würde ich eben jetzt 50 Euro teilen durch eben 2105, was haben wir da auf der Käuferseite? 2105, sagen wir mal, ob es jetzt nicht ganz genau sein. So, da sind wir aber 0,0237. Also wenn ich abrunde, das muss ich in dem Fall tun, bin ich bei 0,02 Aktien. So, dann muss ich jetzt hier mein Volumen eingeben. Bei Volumen 0,02. So, das ist jetzt mein Volumen. Und wenn ich natürlich einen Aktiensparplan habe und das monatlich mache, setze ich natürlich auch keinen Stop-Loss, vor allem wenn ich nicht mit Hebel handle und so weiter. Da verzichte ich dann drauf. Und da setze ich natürlich auch keinen Take-Profit. Ja. Das schichte ich dann irgendwann um. Oder nehme irgendwann manuell Gewinne mit. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass wir hier unsere Position einnehmen. Also, was machen wir? Wir haben ausgerechnet, dass wir bei 0,02 Lots sind. Ich das jetzt nochmal multipliziere, 0,02 mal 2104,7 sind wir gerade, da bin ich bei 42.
Euro. Theoretisch könnten wir jetzt auch 0,03 wahrscheinlich nehmen oder 0,0. Ja, das wäre schon wieder zu viel. Also 0,03, wenn ich das jetzt mal 2104,6 nehme, dann bin ich bei 63. Also ist immer zu hoch, ne? Und dazwischen geht halt nichts. Es gibt halt keine tausendste Stelle. Es geht halt nur bis ein Hundertstel. Also nehme ich 0,02 und schieße die Order ab. Er fragt mich nochmal im Zusammenhang. Fassungsfenster, eine Summary Box nennen wir das dann auch. Was will ich denn platzieren? Will ich genau das machen? Bei Google 0,02 zu 2103 aktuell? Ja, dann platziere ich meine Order. Und dann sehen Sie hier unten im Konto, was Sie gemacht haben. Hier diese Linie, da ist meine Google-Aktie. Ne? So, lasse ich mich von der Kommission beirren. Ich mache gerade ein Aktien-CFD-Geschäft. Das ist jetzt kein Investorprofil, was ich hier habe. Im Investorprofil ist das natürlich gratis. Ne? Hatte ich ja schon gesagt und Ihnen versprochen. So, ich kann das Konto mal ausblenden und dann sehen wir natürlich auch hier im Chart, wo wir uns positioniert haben. Das kann ich natürlich ganz schön sehen. Ne? Kann ich natürlich hier auch diese Order quasi hinterher, wenn ich will, auch nochmal nachträglich absichern. Wenn ich das will, kann ich jetzt auf die Order klicken und noch einen Stop oder einen Take Profit einbauen, theoretisch. Ne? So, machen wir noch einen zweiten Wert, um Ihnen das nochmal zu zeigen. Gehen wir jetzt mal auf eine Amazon und ziehen die mal in den Chart rein. So, zack. Da haben wir unseren Chart geändert in Amazon und gehen hier nochmal runter und machen das jetzt einfach mal über die Order-Eingabemaske hier. Ich kann mir natürlich auch diese Kursliste ausblenden, muss ich nicht haben. Habe ich mehr Platz für mein Bild und kann dann hier über Buy gehen. Auch hier nehme ich mal wieder 50 nach, das war jetzt ein bisschen blöd, dass wir die Euro sehen, sind. Das sind natürlich vom selben Wert. Ne? Also ich nehme lieber mal eine Tesla. Da haben wir nämlich hier 679 oder 648 im Moment. Ansonsten hätten wir wieder 0,02. Wäre jetzt ein bisschen langweilig geworden. Ne? So, also Tesla wollen wir auch 50 Euro für 50 Euro einkaufen. Wollen wir also dann dividieren, 50 Euro geteilt durch, da müsste man, ich habe jetzt natürlich den Konvertierungskurs auch vergessen. War natürlich mein Fehler. Ja, da müsste natürlich erstmal einen Dollar umrechnen, aber gut, da sind wir ja fast bei Parität. Ist ja nur 0, ist ja bei 1,05 in etwa. Also lassen wir es einfach mal. Schwamm drüber über die Parität. Ich teile jetzt 50 geteilt durch 648 etwa. So, 5, hoppla, 50 geteilt durch 648, bin ich bei 0,077, also mache ich 0,08 draus. Ne? Man kann ja die eine Aktie immer mal so ein bisschen übergewichten und die andere so ein bisschen untergewichten, das spielt jetzt gar keine Rolle. Habe bei der anderen eben für 42 umgerechnet gekauft, kann ich hier gerade ein bisschen mehr ausgeben. Muss eigentlich immer absolut genau sein. So, also 0,08, haben wir gesagt, 0,08 Stück will ich Tesla kaufen. Dann gebe ich das hier bei Volumen ein, ne, und kaufe. Und bestätige. So, und dann gehe ich wieder in mein Konto gucken und schaue mir an, was ich gemacht habe. Meine zwei neuesten Positionen werden unten sein. Hier ist Google und hier ist Tesla. Ne. Bei beiden bin ich ganz leicht im Minus, aber das ist natürlich wahrscheinlich erstmal nochmal der Spread, den ich gerade erst nur verliere. Sie wissen, bei uns verlieren Sie nur den Spread. Ansonsten gibt es keine Gebühren im Investor-Profil, Profile. Ich habe Ihnen ja schon versprochen. Habe ich übrigens noch eine andere Google drin, sehen Sie. Also, wenn Sie mehrmals Google kaufen, kommen dann zwei Linien etc. Also, Sie können ja auch hedgen auf dem Konto, das wissen Sie ja auch wahrscheinlich, brauche ich Ihnen gar nicht zu erklären. Also, so würde das Ganze in der Theorie laufen, wie ich es Ihnen eben auf den Folien gezeigt habe. Und in der Praxis setzt man es eben so um, dass man sich dann hier seine 10 Werte, das wird übrigens gespeichert. Wenn Sie sich, sagen wir mal, 10 Werte auf mehrere Jahre immer wieder monatlich dazu kaufen wollen, investieren wollen, von denen Sie überzeugt sind, legen Sie die hier links in die Kursliste und gehen einmal im Monat diese 10 Werte ab, klicken jeweils auf Buy, 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 machen das 10 Mal, rechnen natürlich vorher mal den aktuellen Kurs durch Ihr Nominalinvestment aus und kommen dann eben auf die Stückelung, klicken auf Buy, machen Ihre Stückelung rein, schießen die Order ab und Ihr zusätzliches Aktieninvestment
ist hier im Konto gespeichert und geht niemals verloren. Das ist alles Tolle. Und das weitere Tolle ist, dass Sie diese Plattform eben auch auf einem Tablet nutzen können, iPad oder auf einem Google oder Android-Tablet und eben auch auf Smartphones. Das iPhone ist oder Google, Android ist völlig egal. Diese Plattform sieht immer gleich aus. Also wenn Sie das jetzt hier zum Beispiel am Rechner Wochenende mal locker platzieren oder eingeben und montags früh abschießen oder eben auch können Sie das Ganze natürlich eben entweder auch mal direkt mobil machen oder aber dann mobil weiterverfolgen. Ja. Sie können jederzeit die Active Trader App aus dem App Store laden oder aus Google Play und können die installieren und können sich da mal eben mit Face ID und so weiter einloggen und sehen sofort auf einen Blick, wo sind meine Werte gerade, wo ist mein Gesamtportfolio. Das haben Sie dann hier oben immer im Blick, kann ich Ihnen auch mal zeigen. Das sehen Sie dann immer. Zum Beispiel, Entschuldigung, hier, wie sich Ihr Portfolio entwickelt. Ne? Da sehen Sie, wie weit Sie von einem Stop-Out zum Beispiel entfernt sind, was die freie Margin ist, den Margin-Prozentsatz, Konto, Eigenkapital, Kontostand etc. All das sehen Sie. Ne? Würden hier bei Swap-Gebühren im Investor-Profil wird natürlich nichts stehen und der Gesamtgewinn, Gesamtverlust ist dann hier auch nochmal extra ausgewiesen. Ne? Das können Sie hier zum Beispiel sehen, das können Sie auch dann in den mobilen Apps sehen. So. Sind wir eigentlich soweit da? Hier kommt vom Jo nochmal die Frage, ob man dann einen Anteil an der realen Aktie besitzt. Ja klar, Sie sind dann zwar, wie gesagt, nicht Aktionär, Sie sind CFD-Aktionär, wenn Sie so wollen, aber es ist natürlich schon ein reeller Anteil an den Wert. Klar, logisch. Ja. So, haben Sie noch Fragen? Ich weiß, war jetzt viel Input, viel Information. Kann man natürlich alles nochmal nachlesen, nachschauen auf der Webseite, was ich zu dem Thema gesagt habe und auch natürlich später im Webinararchiv und im YouTube-Archiv wird dieses Video logischerweise hochgeladen. Das stellen wir natürlich euch allen zur Verfügung. Ansonsten, wenn es keine Fragen gibt und die gibt es jetzt momentan nicht, würde ich sagen, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Feierabend und hoffe, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Zum Thema Teilaktien oder eben auch zu einem anderen Thema hier bei Active Trades.